Eine Überlegung wäre gleich, so einen Wasserrundlauf zu machen. Alter, was ist denn hier passiert? Goblinblut. Ach, der eine Soldat hat sich wahrscheinlich gewaschen. Deswegen ist ja jetzt überall Goblinblut. So, warte jetzt, wo wir die Killen haben. Make Plastic Powder. So. Damit haben wir das nämlich auch. Wir haben jetzt unser Powder. Wir haben die Dings hier. Und jetzt kann ich das bestimmt nicht von unten anschließen. Ich werde jetzt hier ein Loch in unsere Wand bauen. Und während wir ein Loch in unserer Wand bauen, konstruieren wir neue Wände. So, mal testen, ob das jetzt so funktioniert jetzt mit der Steam-Version, weil es ja vorher nicht auf die Art ging, aber anscheinend vielleicht jetzt. Wenn nicht, dann nicht. Dann finden wir es raus. Und dasselbe müsste da jetzt auch noch passieren. Wall. Auch Horschel. So. Und dann könnte man jetzt über die Mechanik-Sachen eine wunderschöne horizontale Achse hier reinziehen. Dann hätten wir erstmal Power. Warte, überlegt, dass sie sie direkt an die auf die vertikale Achse ziehen könnte und dann einfach direkt nach unten gehe, oder? Ja, machen wir, glaube ich. Kann ich hier jetzt einfach. Oh, das ist. Passt das? Ne, das wird nicht passen, ne? Hm, schade. Wenn ich jetzt nämlich meine und dann sage, mach mal eine Treppe und ich will hier runter. Ich könnte mal ein bisschen zur Seite gehen. Ich will hier meinen. So, dann gehe ich runter. Erwische ich da einen Raum, da einen Raum und ist kacke. Wo erwische ich? Hier erwische ich theoretisch keinen Raum. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay, dann nicht da. Irgendwo nach hier. Geh dann da runter. Und such mir hier irgendwie dann einen anderen Weg, um nach unten zu kommen. Die Problematik kennen wir ja schon von meiner letzten Festung. Wegfindung für irgendwelche Elemente. Aber ich will es eigentlich erstmal mit Wasser testen. Das heißt, ich würde eigentlich gerne dieses Wasser nehmen wollen. Aber ich muss mit dem Wasser noch eine Ebene tiefer arbeiten. Warte, 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 das könnte funktionieren. Ah, wie mache ich das jetzt? Also, wir lassen hier ganz viel Wasser erstmal rein. Über die Zeit wird es immer mehr Wasser, ist ja nicht schlimm. Wir können auch nachher notfalls können wir Wasser von ganz unten hochpumpen. Können das Flakgit doch einfach auflassen, weil eh kein Gegner durch das Wasser und so laufen möchte, vielleicht. Im Winter kommt da eh keiner durch und im Sommer ist es ja immer nur für ein paar Wochen aufgetaut.
Also ich würde gerne hier jetzt so einen Wasserkreislauf machen, wo dann unsere Power mit angetrieben wird, unsere Wasserräder. Dann habe ich nämlich die draußen, die Windmühlen sind sozusagen nur dafür da, um die Pumpen anzutreiben, die dann nachher hier sozusagen die Wasserräder am Laufen halten und das dann alles zusammen nutzen für den Pumpstack mit der Magma. Das ist der Plan. Das heißt, ich muss theoretisch dieses Wasser ablaufen lassen. Eine Ebene tiefer. Das könnte ich channeln, aber nicht von hier. Sondern hier. Da einen kleinen Gang hin, dann kann ich da channeln. Und dann kriege ich das hier frei. Das funktioniert. Das tun wir mal so. Pupp. Ewig langen Gang. Davon nutzen wir sozusagen hier diesen einen. So. Was er jetzt hier lang führt. Dann wieder nach hier. Das wird nachher alles gechannelt, dann sind wir noch eine Ebene tiefer. Hier in Viererbreite und dann habe ich auf jeder Seite theoretisch eine Rampe, wo ich eine Wand, wo ich gehen könnte. Und dann können wir hier zwischen nämlich die ganzen Pumpen bauen auf einer Zweierbreite. Hier unten nicht ganz. Wieder hier hin pumpen. Guten Abend, Dr. Unrasiert, schön, dass du da bist. Das funktioniert nachher. So, das ist die Zielebene. So. Das Wasser läuft runter, wird wieder hochgepumpt. Auf diese Ebene. Läuft wieder runter, wird hochgepumpt. Da kann ich auch channeln. Okay. Auch ganz gut eigentlich. Wir haben Magma gefunden und müssen uns jetzt ein bisschen uns mit Power auseinandersetzen. Die Windräder sind schon mal da. Hat die Ebene haben wir jetzt auch fertig, ne? Perfekt. Das heißt, wir können den Boden hier einmal abreißen. Kann ich den so abreißen? Nein. Kann ich den so abreißen? Nein. Kann ich den Boden überhaupt abreißen? Muss ich den Scheiß jetzt hier so stehen lassen? Keine Ahnung. Können wir auch machen. Ich kann das auch so stehen lassen. Ja, nicht so. Aber wie ist die beiden Rampen hier müssten weg? Das geht so als Eingangsbereich geht das. Oh, nein, warte. Da darf ich doch nicht abreißen. Da habe ich eine ganz andere Idee. Ich muss da oben Statuen draufstellen. Ja, nee, ich habe mich jetzt einfach nur ein bisschen rangehalten. Ich habe jetzt ja schon 30 Stunden in dieser Festung fast. Gut, die Tutorials, die ich hier drin aufgenommen habe, muss ich abziehen. Das ist, keine Ahnung, 25 Stunden sein, die ich hier gespielt habe. Muss auch mal ein bisschen schneller gehen. Mal vorankommen. Wir sind ja auch schon Hauptstadt geworden. Apropos Hauptstadt geworden. Was sagt unsere Königin jetzt hier unten? Haben wir jetzt unsere Goldmöbel? Und Platinmöbel? Nein. Warum nicht? Weil ich Platinum gar nicht eingeschmolzen habe. Das Gold wird noch eingeschmolzen. Das Platinum habe ich aber gar nicht einschmelzen lassen. Ist voll schlau von mir. Ja. Wenn du Wasser einfach so angräbst, auf der Ebene, wo das Wasser ist, dann flutet das die Räume. Deswegen am besten drüber machen. Also ich habe das Wasser hier reingeleitet in so eine kleine Kammer und da drauf ein paar Brunnen stellen und dann kriegen die eigentlich ihr Wasser. So ist besser. Man kann es auch ohne die Brunnen machen, aber dann finden die Kinder das doof. Aber Zwerge trinken eigentlich am liebsten Alkohol. Wasser nur im äußersten Notfall, beziehungsweise als Kinder. So, jetzt, wenn ich jetzt meine Mechanics baue, beispielsweise hier meine Corkscrew, die von dort nach da pumpen soll,
kann ich die hier hinsetzen. Muss somit auch abgesehen von der Zweierbreite hier unten alles channeln. Hier drunter passt das auch, aber ich muss jetzt noch mal nachgucken. Wir entfernen alle Rampen. Alkohol ist auch nichts Schweres. Theoretisch eine Farm machen. Darauf dann, keine Ahnung, irgendwas anpflanzen, Pigtails, Dimplecups, Plumpelmets oder wie auch immer. Und dann braut da der Bruder draus Alkohol. Gibt's sonst bei mir auf YouTube Tutorial über Nahrung, da müsste das eigentlich erklärt worden sein. Mehr oder weniger ausführlich. Eher weniger, glaube ich, weil es ein relativ kurzes Video ist. Aber genug, dass du damit, glaube ich, was anfangen könntest. Wenn ich jetzt hier unten Rampen entferne, bis auf die letzten beiden, weil irgendwie müssen wir auch wieder rauskommen. Guten Tag 99, vielen Dank fürs Follow. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. So, ist Wasser. Sand, meine ich. Sand ist nicht schlimm, ne? Nein. Wächst nachher eh schon wieder dieses Moos drauf. Es fängt ja auch schon direkt wieder an. So, jetzt muss ich meine Power hier irgendwo hinbringen, wo nachher die Pumpen. Das ist voll super, weil ich komme da mit meiner Power an und will hier hin. Oh, jetzt bin ich natürlich. Ich kann das doch bestimmt übertragen, oder? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Wasserrad. So. Dann muss ich einen Dings hier dran haben. Ach, Mensch. Erstmal die SOS hier. Assembly. So. Ein Assembly auf die Seite aus keine Ahnung. Und dann machen wir, dann haben wir den hier. Dann minern wir uns einfach mal quer hier durch. So, bis wir irgendwo hier ankommen. So, theoretisch kann ich doch dann hier channeln. So. Dann kommen wir hier raus. Das passt doch. Das läuft dann aber. Er channelt hier, kommt hier raus. Und dann können wir hier über Gear Assembly. Hier ran. Tak, 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 tak. Habe ich hier die. Ja, hier habe ich die Rampen noch gar nicht entfernt. Ne? Ich, so, Moment. Lassen wir hier auch noch Rampen. Wenigstens ein paar Rampen sollten wir lassen. Fühlt sich, wer auch immer nachher hier unten in diesen Zimmern lebt, wird sich voll drüber aufregen, weil ständig plätschert das Wasser über einem. Der muss nur noch auf Toilette, der Typ. Jetzt ziehen wir das auch durch hier bis zur Wand. Da. Hier oben für die Power einmal. Wo ist es? Da nochmal. So, Gear Assembly. Tack. Eine Ebene tiefer. Da möchte ich aber auch die Rampen entfernen. Dann fangen wir direkt an. Wenn sich nichts geändert hat, mache ich das jetzt richtig. Wenn sich viel geändert hat, mache ich das falsch. Das sehen wir dann. Die Rampen nicht entfernt? Sieht vielleicht nicht so aus, als hättest du die Rampen entfernt.
Ach, ist mir egal. Und hier ist ein Lickduck. Und da noch ein. Ja, ist nicht das Schönste, aber. Tuck, 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 tuck. Jetzt verbinden wir die Power. Oh, wo haben wir es? So, horizontale Achse. Aber bitte da. Aus Holz. Mal daran. Aus Holz. Daran. Und dann so. Und so. Und dann kommt da unten dran unser Rad. Nämlich da. Und da. Und auf die andere Seite. Also brauchst 5. Das heißt, wir vergeben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 35. 25 bleiben über. 20 war eine Pumpe. Ah, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Wir sehen es dann. Wenn ich das jetzt noch raushau und jetzt hier zwei Mauern nehme. Dann setze ich da noch Mauern nehmen und dann muss das Wasser. Okay, das müsste, glaube ich, dann gleich funktionieren. So, das muss noch gechannelt werden. So, hier wird nochmal sozusagen final umgegraben. Ich brauche hier hinten einmal einen Übergang, damit ich auch auf die andere Seite komme. Wenn da irgendwann das Wasser läuft, muss ich auf die andere Seite kommen können. Nehmen wir die beiden Steine, die irgendwie in der Nachbarschaft liegen. Das ist nicht schlimm, das sind Wartungsgänge. Die sind unwichtig. Also theoretisch müsste das super funktionieren. Praktisch müssen wir es leider erst beurteilen. Weil. Also, erst einmal nehmen wir hier unseren Gang und dann stelle ich fest, ich muss die hier, muss ich channeln. Die beiden. Die müssen nachher gechannelt werden. Und die beiden. Die beiden. Und theoretisch müsste ich das hier auch tiefer machen. Nee, stimmt gar nicht. Wenn das Wasser erstmal drin ist, ist das nicht schlimm. Ich muss aber trotzdem den hier. Es müssen ja zwei reinkommen und zwei wieder ablaufen. Wenn der schmale Gang hier zwischen zu schmal ist, dann klappt das, glaube ich, nicht. Die müssten auf alle Fälle noch weg. Also die. Dann machen wir hier einfach so eine Kammer. So. Und channeln uns dann da unten das zurecht, was wir brauchen. Hier drüber sieht nicht so aus wie irgendwo ein Loch. Nein, okay, super. Wir können das auch nachher theoretisch, wenn die Assembly angeschlossen ist, auch hier wieder zumachen. Dann bauen wir da einfach nochmal eine Wand vor. Ich wollte es jetzt hier in dieser Version nochmal versuchen, weil ich ganz ehrlich bin, in der Standardvariante von Dwarf Fortress beim letzten Mal, in meiner letzten Festung, habe ich es irgendwie nicht vernünftig hingekriegt. Deswegen muss das hier besser werden und ich wollte es hier auch nochmal versuchen, klar. So, also es dreht sich, also die Power kommt zumindest an. Also es ist nicht mehr wie sonst unten anschließen oder wie früher, sondern es wird jetzt einfach seitlich angeschlossen, ist egal womit. Wir bekommen 80, verbrauchen aktuell 28. Ich weiß, ach ja, wegen der Länge und da sind wir schon 4 Stück dran und so weiter. Ja, okay, das ergibt theoretisch alles Sinn. So, hier habe ich jetzt natürlich gechannelt. Statt die Rampen zu entfernen, habe ich gechannelt, weil ich ein Profi bin. Weil ich ein Profi bin, habe ich mal wieder.
Ist ja nicht schlimm. Ich habe ja auch schon Treppen gebaut statt Wände und das ist mir auch erst nach Ewigkeiten aufgefallen. Es gibt Schlimmeres. Dann machen wir Matzdown-Boden hier rein und die Rampen sind immerhin weg. Ne, muss man positiv sehen. Genau, also das, was hier jetzt gerade im Stream läuft, ist das Aktuelle, was bei mir auf YouTube ist. Das ist auch da, perfekt. Und dann setzen wir noch. Ich kam. Ich kann überlegen. Ich konnte doch eigentlich von dem Dingern direkt abgehen, ohne dass ich da eigentlich so ein Teil für brauche. Ich kann es doch direkt anschließen. Ich brauchte jetzt am Anfang ja nur, weil ich irgendein Metallteil brauchte, um das anzuschließen. Genauso wie ich jetzt hier gleich bei den Pumpen eigentlich auch nichts anderes brauche. So, als nächstes muss ich jetzt die beiden Pumpen bauen. Das heißt, die, ich weiß nicht, habe ich die Materialien? Sind die jetzt schon alle da, die ich brauche? Nein, weil wir aktuell immer noch nicht die Dinger überhaupt gebaut haben. Abgezeichnet, ja. Was ist denn aus unseren Leuten geworden, die eigentlich nur Metall machen sollten? Ich habe denen nicht gesagt, dass sie nur Metall machen sollen. So, ihr drei macht jetzt nur Metallarbeiten. Damit soll das vielleicht mit den Schmieden und so weiter auch ein bisschen schneller gehen. Ist ja schön, dass wir jetzt die Power haben, aber ich muss ja erstmal vorankommen hier. So, hier wurde jetzt auch kommen. So, ich hatte gesagt, das hier müsste erweitert werden, die drei. Also, ich channel die drei. So, die drei und den halt nicht. Wenn jetzt ein Zwerg reinfällt, haben wir natürlich wieder ein Problem. Oh, da steht bestimmt gleich der Zwerg. Ein Zwerg steht gleich da, wo der andere channelt. Und dann kommt es drauf an, wer schneller ist. Okay. Alles gut gegangen. So, jetzt haben wir das hier auf alle Fälle auf einer Breite, die vernünftig ist. Jetzt legen wir da wieder einen Boden drauf. So. Und die anderen beiden Channel dürfen wir halt erst machen, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir eigentlich da eine Wand, da eine Wand. Na guck mal, hier unten kann theoretisch gar keiner hin, weil ich alle Rampen entfernt habe. Die einzige Rampe, die noch da ist, ist hier. Toll. Ich bin so klug. K-L-U-K. So, wir wollen es von da nach da. Zwei gefangene Zwerge. Oder? Ihr kommt da nicht hin, wegen. Oder baut ihr jetzt doch? Seid ihr jetzt doch hier runtergekommen? Doch, kommen sie. Okay, ich habe jetzt trotzdem eine Sandtreppe gebaut. Mensch. Die können da drunter durch? Na gut, hätte ich mir auch denken können. Mal genauso wie hier. Hier habe ich auch gechannelt, statt die Rampe zu entfernen, weil ich, keine Ahnung, falsche Taste gedrückt habe oder sowas. Ich kann ja froh sein, dass da drunter nicht was war. Unser Problem, dass wir keine Kohle haben oder so, dass ihr aktuell nichts macht, was ihr machen sollt. Was sagen denn Stocks bei Bars? Und dann gucken wir mal noch. Charcoal, Coke, ah, Coke, 502. Wenn wir irgendwas haben, ist das Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Knete. Ist da auch eine Rampe? Klar könnt ihr hoch und runter. Ich
Ich würde das gern auffüllen, aber ich glaube, das geht nicht. So, also wir warten auf unsere Pumpmaterialien. Ja, dann haben die halt alle schlechte Laune. Egal, wenn unsere Königin nachher schlechte Laune hat. Und uns wurde eine Kupferkappe ge... Ach, das ist bestimmt die, die ja draußen irgendwo rumlag, ne? Hier lag doch letztens noch eine Kupferkappe rum. Die hat uns jetzt irgend so ein Vogel geklaut. Na, ist doch nicht schlimm. Was liegt hier jetzt noch alles drauf? Alle möglichen Kloss- und Lederkisten. Ja klar, weil unser Stockpile dafür voll ist. Das ist aber nicht schlimm. Unser Needed ist höher als das, was wir erzeugen. Was theoretisch kein Wunder ist. Weil die ein Needed haben. Aber ab dem Moment, wo das Wasser läuft, müsst ihr die Pumpe direkt anschmeißen, anlaufen. King Knusper, moin moin, schön, dass du da bist. Dann hat sich das wenigstens mit den Windmühlen auch jetzt geklärt. Und das ist abgeriegelt. Also sollten... ist das hässlich. Dass man die da drunter sieht und dass jetzt die sozusagen unter dem Flor sich drehen. Also man könnte da jetzt wirklich einen Deckel draufpacken, weil die sich wohl komplett darunter befinden. Und sie scheinen auch auf alle Fälle ihren Wind abzukriegen, weil sie drehen sich ja und produzieren was. Zumindest 20 jeweils. So, die Herbalisten wollen schon wieder eine... Die wollen eine Gildenhalle, die wollen also was Besseres haben. Ja genau, wir wollten ja die Werte müssen ja verbessert werden. Ah, ich tue gern so. Und ja, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Zwerg hätte ich sonst auch. Ich baue Power. Ich möchte sozusagen, ja, ich würde ja sagen, ich würde Strom erzeugen, aber es ist kein Strom. Man sieht, durch diese drehenden Achsen, also durch die Windräder, wird eine Achse angetrieben und dann mit Zahnrädern wird sozusagen die Achse überall hin bewegt. Das ist halt Power. Ne, und hier sind dann nachher große Wasserräder. Wenn das Wasser nachher läuft, werden die angetrieben. Und hier kommen Pumpen hin. Das ist dann, nennen wir es mal, ein Perpetuum mobile. Das Wasser, das hier runterläuft, treibt die Räder an, um die Pumpe anzutreiben, die das Wasser wieder hochpumpt, damit das Wasser hier immer in Bewegung bleibt. So ist der Plan. Und dann können wir hier noch mehr Wasserräder hinbauen. Und damit dann einen Pumpstack antreiben, der Magma nach oben befördert. Also wir haben die Magma schon hier unten gefunden. Magma ist da. Jetzt könnte man hier unten natürlich Magma-Schmelzen hinbauen, um Kohle zu sparen. Das ist mir aber zu doof, weil da müssen die Zwerge immer... Man sieht, wir sind hier unten auf Ebene 107. Wir arbeiten aber hier oben auf Ebene 140. Das sind über 140 Ebenen, die Zwerge dann immer laufen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Und also muss die Magma nach oben. Und dafür braucht man Strom. Also Power. So, ich sage da sehr oft Strom zu, obwohl es halt, wie gesagt, kein Strom ist, sondern mechanische Energie. Also drehende Walzen und Räder. Aktuell dreht sich gar nichts. Ist windstill? Inaktiv. Stabile Foundation. Ist inaktiv, weil kein Wind ist, oder inaktiv, aber kein Verbraucher bisher haben. Ui. Oh, jetzt hast du mich aber. War es 3 für die Brustplatte? Ich weiß auch nicht, ob sie das angepasst haben nachher. 2 je Mail-Shirt, 2 die Stiefel. Das war doch mehr als 3 für die Brustplatte, oder? Oh, ich habe mir das damals, also vor einigen Jahren, war gut, aber danach habe ich einfach produziert. Bin ich ganz ehrlich. Es war nicht wenig. 15 für einen normalen Satz. Also Brustplatte, Mailshirt, Stiefel, Handschuhe, Helm, Schild und Schwert oder Axt. Ja, wer ist das alles? Würde ich auch empfehlen. Das würde ich nämlich sonst jetzt auch nicht anders machen.
Die Menge weiß ich nämlich gerade wirklich nicht. Ich glaube, es war 3 für eine Brustplatte. Ich kann mich aber auch erinnern, dass es sogar noch mehr war.